Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Folge Masterbuilders. Leute, heute mal wieder auf dem Hypixel-Server. Wir gucken auch gleich mal, was das Thema sein wird. Mal sehen, was gibt's denn jetzt auf Sandburg, Ringelscham, auf und so. Ja, ich habe mir heute gedacht, Leute, wir machen mal wieder ein bisschen Masterbuilders, weil ich es einfach gut finde. Wie die Leute bauen, das regt mich immer richtig schön auf, muss ich wirklich sagen. Eine Sandburg, okay Leute, dann fange ich jetzt mal an mit der Sandburg zu bauen. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal ein paar Stufen, was halt zu so einer Sandburg typisch halt erstmal gehört. So, das hin, das so. Gut Leute, ich hoffe, das sieht halbwegs aus wie ein Sandburg. Ich glaube aber eher nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gemacht habe. Ich habe jetzt erstmal nur ein bisschen drauf losgebaut bis jetzt. Aber im Moment weiß ich selber noch nicht so ganz, was das werden soll. Ich wollte aber irgendwie sowas Kindgerechtes, so eine Sandburg, wie man sie halt kennt, machen. Irgendwie, ja, ist glaube ich dann ein bisschen in die Hosen gegangen. Ja, wir platzieren jetzt hier mal noch eben schnell die Details, die ich hin machen wollte. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu dolle in der Hose gegangen, Leute. Da müssen wir mal schauen, dass wir in der Mitte vielleicht noch irgendwie so einen kleinen Brunnen machen. Eigentlich hatte ich erst vor, so einen richtig großen Menschen hinzubauen, aber ich hätte keine Ahnung gehabt, wie ich den bauen soll. Ich hätte vielleicht eigentlich diesen Turm bauen sollen. Und wo der gerade so ein Mensch dran baut, das wäre es vielleicht gewesen, aber das hätte wieder zu viel Zeit gekostet. Ich würde sagen, wir machen ja einfach mal noch so einen kleinen Brunnen in der Mitte, der ein bisschen größer ist, auch mal mit einem etwas anderen Stein. So. Ja. Machen wir hier. Nehmen wir mal Wassereimer her damit. So, das sieht doch ja auch nicht so schlecht aus, Leute. Ist jetzt die Frage. Wir machen das am besten. Wir platzieren hier mal noch so ein bisschen das hin. Das, das. Aber wir brauchen noch irgendwas, was hier ein bisschen heraussticht, Leute. Findet ihr auch? Weil das, muss man ganz ehrlich sagen, das ist hässlich. Sage ich euch so, wie es ist. Das finde ich auch persönlich echt nicht gerade meine Meisterleistung. Dafür, das hätte ich in 5 Minuten echt besser hinbekommen können. Aber wir brauchen noch irgendwas, was hier so ein bisschen heraussticht. Ich meine, gut, klar, jetzt die Details, aber naja. Gut Leute, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, hier noch ein bisschen Teppich zu verlegen. Ich hoffe, das wertet das Ganze mal noch ein bisschen auf. Ich bin schon gespannt, was die anderen eigentlich so gebaut haben. Weil, naja, ich muss sagen, wir waren ja jetzt schon öfters auf Hypixel. Und, ja, das war wirklich nicht immer so das Beste, was die hier hingebaut haben. Leute, übrigens, falls ihr mal mehr Content von mir sehen wollt, folgt mir doch gerne mal auf Twitch. Das finde ich jetzt immer aktiv. Zwar kein Minecraft, immer Rainbow oder mal ein paar andere Shooter, aber trotzdem, falls ihr mich mögt, könnt ihr mir dort gerne folgen. Ansonsten, finde ich, haben wir das eigentlich recht gut hinbekommen. So, eine kleine Sandburg, naja, ist jetzt halt nicht das Wahre von Mai. Aber ich denke mal, es sollte reichen. So. Und die ist ja auch nicht mal symmetrisch, Leute, das fuckt mich am meisten ab. Was ist denn das schon wieder? 5 Minuten Zeit, Digga. Nee. Das ist einfach nur behindert. Okay, das ist schon besser. Auch vom Style her hat er sich viel Detail reingebaut. Und das in der kurzen Zeit. Wow. Ja, nicht wow, aber... jetzt habe ich eine Bewertung abgegeben und zwar kacke, Scheiße. Oh, jetzt kommt meins. Erbauer Black 70 Crazy 2. Naja, was halten die hier in der Hand? Zeig... Naja, klar, auf jeden Fall haben die legendär gebaut, Digga. Das ist keine Sandburg, das ist eine Kackpyramide. Der sollte kein Grab bauen, der sollte eine Sandburg bauen. Okay, naja, so schlecht ist das ja nun auch wieder, ne? Da fehlen mir aber wieder ein bisschen Details und man hätte von der Blockauswahl, verstehe ich nicht ganz, wie das gemeint ist. Okay, das sieht auf jeden Fall schon ein bisschen besser aus. Die denken alle immer ein bisschen zu groß. Ich weiß ganz genau, was er meint, aber da er halt nicht fertig geworden ist. Ah, das mit den Zäunen hätte man auch noch machen können, das war auch noch eine gute Idee. Der hat schon wieder ein bisschen kleiner gedacht, das finde ich auch recht gut. Ja, auch noch oben mit der Flagge drauf. Kann man auf jeden Fall so geben. Er hat auch den Boden zu Sand umgeändert, was ich zum Beispiel nicht gemacht habe. Ja, hässlich. Ganz ehrlich. Da gehören ein paar Fenster rein. Hier unten ist noch nicht fertig geworden und da gehört auf jeden Fall noch was rein. Gut, dazu muss ich nicht mehr viel sagen, oder Leute? Okay. Ja, ist jetzt ein bisschen kleiner geworden. Aber hier noch so einen kleinen See, den haben wir nicht ganz fertig bekommen. Aber nee, das sollte es mehr darstellen, mit so einer kleinen Burg hier. Ich hätte zuerst vielleicht mal den Sandhügel an seiner Stelle gebaut. Eine Sandburg heißt nicht, dass man die auch wirklich direkt aus Sand bauen soll, Digga. Sieht einfach denn ein bisschen kacker, ein bisschen schlimmer aus. Ich hätte lieber Sandstein genommen. Ah ja, Leute, wir haben gewonnen. Als ob so eine Scheiße gewinnt, Leute.
Als ob so eine Scheiße gewinnt, das kannst du mir doch nicht erzählen. GG. Also ich würde sagen, wenn man mit so einer Scheiße gewinnt, Leute, dann muss ich schon wirklich sagen, sind die ja nicht wirklich recht gut im Bauen. Okay, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like, Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.